Ein Pokémon. Ein Onix. Ah, schauen wir mal, ob wir gegen Onix eine Schnitte haben. Oh, aber nicht mit Glumanda. Mit Glumanda haben wir definitiv keine Schnitte. Mit Pikachu wahrscheinlich eher auch nicht. Mit Tauboga eher, auch wenn Tauboga schon im roten Bereich ist. Und ein Klammergriff, der könnte ihn jetzt schon töten. Onix greift weiter an. Und schon mal... Ja. Ja, gegen Onix werden wir keine Schnitte haben. Kreideschrei. So, da ist unser Tauboga auch schon fast tot. Jetzt ist es tot. Das ist natürlich doof. Ein Ratzfatz kommt wieder in den Kampf. Level 14 gegen Level 17, passt schon irgendwie. So, Klammergriff, ja, komm, ist gut. Lass dein Klammergriff. Und ich greife weiter an. Also dieser Klammergriff, der ist nervig. Der ist richtig nervig. Oh, nur noch 7 HP. Und die Tackle zieht nicht wirklich was ab. Versuchen wir mal den Hyperzahn, ob der was abzieht. Ne, auch nicht wirklich. Der Hyperzahn zieht auch nicht direkt viel ab. Und da ist das Ratzfratz-Geschichte. Jetzt haben wir noch Sandan, Glumanda und Pikachu. Sandan, okay, komm. Hat noch 9 Leben. Wird aber wahrscheinlich jetzt auch eher drauf gehen als alles andere. Verteidigung von Sandan sinkt. Ja, das bringt jetzt auch nicht viel. Also das Onix ist schon sehr, sehr gut in der Verteidigung und wir sind sehr, sehr schwach gerade im Angriff. Mega Heap oder Slam? Komm, Mega Heap, probieren wir mal. Oh ja, danke Pikachu. Das war schon relativ gut. Der Klammergriff. Ah. Onix greift weiter an. Damit haben wir nur noch ein Versuch. Oh, ein Versuch haben wir noch. Es auszunoggen. Und hoffentlich mit Slam jetzt. Ah nein, auch noch nicht. Und die Tackle knockt unser Pikachu aus. Wir verlieren jetzt gegen diesen Wanderer, weil unser Team einfach gerade mal komplett am Abverlieren ist, am Abspacken ist. Und das war's. Da sind wir mal wieder. Alle Pokémon von Ash wurden besiegt. Ash fällt in Ohnmacht. Ja, da sind wir mal wieder nach langer Zeit krepiert an einen, naja, nicht so starken Trainer eigentlich. Aber gut, Onix ist Onix, ne? Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, du kannst behilflich sein. Ich brauche nämlich noch ein paar Pokebälle, bevor ich jetzt hier überhaupt... Guck mal, 6 Stück wieder. Dann müssten wir jetzt 42 haben, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, 42. Und wir speichern mal ganz kurz. Sind jetzt schon fast 4 Stunden am Spielen von Pokémon. Und 30 ungefähr braucht man bis zur Pokémon-Liga. Also Quista ist schon mal was euch noch so erwartet. Und dann natürlich noch Mewtwo. Ne, Mewtwo will ich auf jeden Fall noch fangen. Und die Pokémon, die da drin sind in dieser Höhle, weil die einfach so im Badern sind. Die trainiere ich dann auch noch. Größtenteils. Für Sun and Moon. La 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 la. Ich liebe die Musik, die ist so gut. So, na komm, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Tauschen dann gleich im Kampf kurz den Glumanda aus gegen... den hatten wir besiegt. Den noch. Den Teenager mit einem Ratzefatze. So, den anderen Trainer, den dürfen wir jetzt nicht besiegen, der da vorne steht. Ich weiß nicht, ob man das mit der Maus eventuell zeigen kann. Ja, man sieht die Maus hoffentlich jetzt auch in der Aufnahme. Ich zeige euch den gleich, welchen ihr nicht besiegen dürft. Auf gar keinen Fall, weil das gehört jetzt alles noch zu den Vorbereitungen sozusagen. Glumanda, Glut, komm schon! Okay, Glumanda wird das nicht schaffen. Das sehe ich jetzt schon. Da ist Glumanda noch ein wenig zu schwach sozusagen. Oh, aber der Ruckzuckhieb, der war auch hart jetzt von Ratzfatz. Vom Gegner.
Und die Tackle war auch hart, aber unser Ruckzuckhieb wird jetzt ratzfratz besiegen. Gott sei Dank, sonst hätte der wieder einen Pokémon von uns ausgenockt. Beide haben EP bekommen. Ja, wir wechseln das Pokémon, denn das ist jetzt ein Flug-Pokémon und da können wir gut mit Pikachu arbeiten. Pika, Pikachu! Pirachu habe ich den ja aus Versehen genannt. Gestern in der Session. Durch einen blöden Versprecher. Pikachu erhält 186 Erfahrungspunkte. Ash besiegt Teenager. Du bist richtig gut. Ja, ich weiß. Also, sollte man die Maus jetzt sehen, was ich hoffe, diesen bitte stehen lassen. Ja, diesen Trainer, der hier vor uns steht, der neben den quasi mehr oder weniger in der Mitte vom Bild ist. Dieser hier, neben dem wir jetzt stehen. Immer stehen lassen. Immer. Wenn ihr diesen Glitch ausprobieren wollt. Ne? Also stehen lassen und diesen Trainer nicht ansprechen, nicht besiegen, nichts. Den hier unten wiederum könnt ihr ruhig besiegen. Den Wanderer da vorne gleich auch. Das ist auch gar kein Problem. Ich hoffe nur, wir finden gleich das Abra. So, Göre setzt Nidoran männlich ein. Ah, könnte unser Glumander schaffen, muss es aber nicht unbedingt. So, dann weg mit dir. Ich finde, wir sind auch heute schon relativ weit gekommen. Ups, in der Aufnahmesession. Muss ich sagen, hätte mir natürlich das auch ein bisschen schneller noch gewünscht. Im Kopf bist du irgendwie schneller durchgespielt als in der Realität, weil hier ist hier, ich habe ja noch kein Fahrrad, ich habe ja noch kein, hier gibt es ja noch keine Turbo-Treter, die ja erst in der dritten Generation eingeführt worden sind. Hier gibt es ja wirklich gar nichts eigentlich, außer halt das Fahrrad und das kommt erst ganz spät und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr hundertprozentig, wie man das kriegt in den alten Editionen. Muss ich nochmal nachschauen. Aber irgendwie kriegte man das. So, Volltreffer. So, die Göre wurde besiegt. Ich war nicht in Form. Ja, können sie hinterher alle sagen. Okay. Richtig cool, ich habe eine Freundin. Oh mein Gott. Ja. Der Pfadfinder hat eine Freundin. Setzt Ratzfratz ein. Dann kontern wir mit Ratzfratz, wollte ich gerade sagen. Aber das Ratzfratz ist ja schon vom letzten Kampf so angeschlagen. Naja, mit dem Ruckzuckhieb können wir bis wenigstens schon mal anfangen zu schwächen, das Gegnerische. Und die Tackle-Out natürlich unseres jetzt aus den Latschen, das ist ganz klar. Dann versuchen wir mal mit Sandam weiter zu kämpfen, wenn der ein bisschen aushält. Unsere stärksten Pokémon sind ja im Moment Pikachu und Tauboga. Pikachu mit Level 23, Tauboga mit Level 21. Und die werde ich jetzt noch ein bisschen zurückhalten, wenn es geht. Um halt die anderen Pokémon zu trainieren auch. Mitunter zu trainieren. Okay. Da ist Sandan tot. Dann muss jetzt doch eins von den höheren Leveligen Pokémon dran. Weil das ja jetzt nicht anders ging. Oder geht. Ah, verdammt, wir hätten uns die Sonderbonbons aufsparen sollen eigentlich, fällt mir gerade mal so ein. Naja, egal. Gegen Rettern. Mit einem Windstoß, mit Wickel gegen... Mist. Greif weiter an. Nee, doch nicht. Nur zweimal. So, der letzte Windstoß haut jetzt Rettern aus den Latschen. Mit 186 Erfahrungspunkte erreicht dann Tauboga doch schon Level 22. Ash besiegt. Ach, so ein Mist. Tja, du hast doch eine Freundin. Hol dich bei deiner Freundin jetzt aus. Zerschneider. Haben wir eigentlich schon Zerschneider bekommen? Nö, haben wir noch gar nicht bekommen. Okay. Dachte gerade, wir hätten schon Zerschneider bekommen. Übrigens hier nochmal unsere Trainerkarte. Und da haben wir Ash, unser Geld, unsere Zeit und unsere Orden. Zwei Orden haben wir schon. Fehlen noch, im Prinzip 6 Orden. Und der 8. ist ausgegraut, weil er lange Zeit als, nicht als Gegner galt sozusagen, oder nicht als Boss, oder als offiziell
Nee, wie soll ich sagen? Es sollte ein. Wie kann man das am besten formulieren? Es sollte ein Überraschungsgegner sozusagen sein. Deswegen ist er ausgegraut, aber heutzutage wissen wir natürlich alle, wer das ist. Für die, die es nicht wissen, ich werde es jetzt nicht spoilern, keine Panik. Wir werden es noch früh genug herausfinden, wer unser Endboss sozusagen ist. Unser letzter Arena-Leiter, den wir besiegen müssen vor den Top 4. Und die Top 4 werden auch nochmal richtig hart, glaube ich. Da sollten wir schon echt gut trainieren. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Göre, setz Taubsi ein. Komm schon, mit Windstoß, da besiegst du jetzt das Taubsi. Dein Artgenossen sozusagen. Taubsi wurde besiegt. Tauboga erhält 153 Erfahrungspunkte. Myrapla als nächstes. Myrapla, Pflanzen-Pokémon, Flugattacken, ja. Ist auf jeden Fall effektiv. Absorber. Naja. Die Attacke ist nicht effektiv, KP verloren. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zu Bill. Und hoffen, dass wir dann weiterkommen für den Glitch. Ich bin nicht neidisch. Ash gewinnt 195. Es ist relativ wenig eigentlich, was wir gewinnen an Kohle, ne? Muss man mal so sagen. Muss man mal so tadeln. So, da ist jetzt der gute Bill. Pikachu ist leicht verwirrt. Pikachu, was ist los? Okay, Pikachu ist ein bisschen verwirrt. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurde meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Ja, natürlich. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Pikachu ist immer noch total verwirrt und rennt erstmal natürlich hinterher. Sprechendes Pokémon? Er ist sehr verwirrt. Ash hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Oh, Pikachu! Voll geschockt. Voll süß. Bill, klasse, danke, Kumpel. Klasse, danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Du bist hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das ist ja schade. Und wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ash erhält Bootsticket. Das war jetzt, glaube ich, das Bootsticket zur MS Anne, ne? Wenn ich mich recht entsinne. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff. Die MS Anne, genau, siehst du? An Bord befinden sich nur Trainer. Schön, da können wir ganz viel kämpfen. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust, hinzugehen? Ja, natürlich habe ich Lust, da hinzugehen. Also, so, was ist mit dir jetzt, mein kleiner Freund Pikachu? Kommst du jetzt wieder mit oder willst du jetzt hier bei Bill bleiben? Pikachu ist immer noch verwirrt. Ja, dann... Achso, jetzt kommt er wieder mit. Alles klar. Wir gehen weiter, mein guter Freund. Und ich glaube, wir kommen jetzt nämlich dann da durch, wo vorhin die Team Rocket-Gedönse noch stand. Wir hätten nämlich die Nugget-Brücke besiegen müssen und natürlich Bill. So, und dann hoffen wir, kriegen wir jetzt endlich das entsprechende Pokémon. Was wir für den Glitch brauchen. Ja, wir kommen auf jeden Fall schon mal hier durch. Das ist schon mal sehr gut. Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Ja, das ganze Haus zerstört hier. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit dem Pokémon Löcher graben können.
Der Schaufler war sündhaft teuer. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Du glaubst mir nicht? Dann lass uns halt kämpfen, du Arschgesicht, wenn du mir nicht glaubst. So. Team Rocket möchte kämpfen. Pff, jetzt fliegt mir hier eine Fliege ins Gesicht. Team Rocket setzt Macholo ein. Oh, ein Macholo. Das ist selten. Also, dass sie das mal einsetzen. Jetzt landet die Fliege auch noch auf dem Monitor. Kusch. Verpiss dich. So. So, Gegner, Macholo benutzt den Karateschlag und hau ganz schön zu damit, muss ich mal so sagen. Macholo wurde besiegt. Tauboga L 319 Erfahrungspunkte und ein Traumato. Ja komm, das Traumato, das besiegen wir doch jetzt mal mit unserem Pikachu. Weil unser Tauboga ist auch schon halb tot. Er hat nur noch 17 Leben. Während Pikachu 60 hat. Ah, mit Pfund. Hau da ganz schön rein. Ich bin auch mal gespannt, wie die Werte sich verändern und alles. Und welches Wesen dann unser Pikachu kriegt, wenn wir das in Sun und Moon rübertauschen. Und ob sich auch KP und sowas alles verändert. Bin ich echt gespannt drauf, wie die das alles lösen. So, Donnerschock. Traumato ist besiegt. Ich gebe auf. Ich verschwinde. Okay, ich gebe dir die gestohlene TM zurück. Ash erhält TM 28. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Tönelü. So, dann gehen wir mal reingucken, ob wir die TM wieder zurückgeben können. Wow, eine Menge Bücher. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Aber ich habe doch den Schaufler gerade wiedergeholt. Wollt ihr den nicht haben? Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Wollt ihr den Schaufler nicht haben? Ich habe ihn gerade gefunden. Ich habe ihn gerade zurückgeholt. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne Schaufler zu graben. Okay. Kann ich Team hier... Leute? Die Leute hier wurden beraubt. Okay. Sie, Team Rocket dahinter steht die Polizei gegen Team Rocket auch machtlos. In einer Welt, wo Team Rocket einfach die Stärksten sind und die Polizei machtlos ist. Gegen Verbrecher. Ja, ja. Willkommen in der richtigen Welt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf den richtigen Wege. Ja, wir können das Pokémon hier fangen. Und zwar wird es hier unten gleich sein. Ich speichere mal eben, damit wir nicht die Pokébälle vergeuden.